Berkey? Who are you to decide that fate for someone else? I couldn't save Sasuke. I can't save Gaara. I trained like crazy for 3 years, but nothing has changed. She's bringing Gaara back. She's bringing him back? What are you talking about? How is that even possible? With the reanimation ninjutsu. That uses her own life energy. Lady Chiyo, she's sacrificing her own life. Not enough chakra. Please, use my chakra. Is that possible, Granny? Boy! Gaara is a Jinchuriki too. He understands Gaara better than anyone in the Hidden Sand ever could. Lace your hands on mine. Okay. Feels this desperate need to save Gaara. He's a friend. The only friend who's felt the same pain Naruto's felt. In this ninja world created by frivolous old people, I'm glad new souls like you have come along. Till now, everything I've done has been wrong. But at the very end, I think I might finally be able to do something right. The sand and the leaf. May the future that awaits them be different from the way things were in our time. You can change the ninja world dramatically. I believe in you. Naruto, do an old woman a favor, will you? Huh? You are the only person in the world who knows the extent of Gaara's pain. He also knows your pain. Please, look after Gaara. 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 Who is that? Who's calling me? Gaara!
That voice. I know it. That's right. Kara! It's his. Naruto. You had us worried. Why are you here? It's not just me. It's... They all came running to help you. I... Granny saved you with some kind of incredible medical ninjutsu. She tired herself out and fell asleep. But I'm sure she'll be fine when we get her back to the village. No, she won't. Huh? What do you mean, she won't? She wasn't using medical ninjutsu. It was a reanimation ninjutsu. Lady Chiyo is dead. What are you talking about? I've heard of it. The Sand had developed a jutsu which could bring someone back from the dead in exchange for your own life. Granny's... Naruto. Lady Chiyo entrusted the future to you and Gaara. It was a death befitting a ninja. Yeah. Same as the old man, the third Hokage. That's true. I get it now. I understand what Granny wished for. Everyone, pray for Lady Chiyo. Ja, Chiyo hat ihr eigenes Leben gegeben, um Gaara zurück ins Leben zu rufen. Und ja, einen würdigen Platz auf als Kasekage in Sunagakure einzunehmen. So long. Yeah. I guess this is where people shake hands, but I've never really been very good at that stuff. So let's just leave it at... Damit haben wir die Rettung des Kasekage abgeschlossen und damit ebenfalls Kapitel 1. Was wohl Kapitel 2 sein wird? Man weiß es noch nicht so genau, wird es aber wohl gleich erfahren, denn es wird da gleich stehen, denke ich mal.
Ja, ich würde dann auch gleich die Aufnahme beenden. Das heißt, da steht gleich noch, wie Kapitel 2 heißt. Dann gehen wir zum Speicherpunkt. Und dann sehen wir uns in Kapitel 2 beim nächsten Mal wieder. Sollte jetzt ja wieder für 4 Parts gereicht haben, die Aufnahme hier. Zieht sich doch alles etwas länger, als ich dachte, aber diese ganze Story, die ist halt diesmal wesentlich detaillierter dargestellt als im ersten Teil. Da wurde das halt nur mit Bosskämpfen meine Geschichte erzählt, das musste man sich halt alles durchlesen. Was ich wesentlich schöner finde, auch wenn da ein bisschen mehr Zwischensequenzen sein sollten, das soll ja im nächsten Teil, soll das ja mit Anime, mit echten Anime-Szenen dargestellt sein. Was ich sogar noch besser finde. We made it back to the Leaf Village! Then I'll take my leave, Kakashi. Of course. Thanks for all your help. All right. We'll part ways here as well. Make sure you two rest up properly so you're ready for the next mission. Of course. Then maybe I'll go to Grandma's place and pick up a new mission. Naruto, were you even listening to Kakashi-sensei? He told us to rest. What are you talking about, Sakura? We did rest, remember? On the way home? That wasn't resting. Honestly, where do you get all that energy? Whew. I, for one, have to rest. I used up too much chakra in that last fight. Maybe I'll leave the next mission to him. Ein Brief ist angekommen. Danke, Vogel. Oh, anscheinend wurde eine weitere Fotopuppe gefunden. Ich muss sie in die Liste eintragen. So, jetzt werde ich die Kopien besiegen und dann diese Puppe einsammeln. Ich wüsste ja schon so gern, welche Art von Mission ich bekommen würde. Gucken wir uns das einfach mal an. Auch wenn wir sie eh nicht alle besiegen. Sondern, war das hier? Ja, mit dem YouTube-Bosskampf 10 Musik. Da war das nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, diese komische Liste mit den Dingern. War das unter Mission? Ich denke, was war da Mission, ne? Gott, ich bin nur zurück ins Hauptmenü, da musste ich keine 3 Stunden laden. Hallo, ich will nur das Hauptmenü aufmachen. Hallo? Hallo? Ja. Oh, jetzt aber. Tutorial, Mitglieder überprüfen, Items, Ereignis bestätigen, welches ist da? Oh mein Gott, wie kannst du dich in den Fortschritt informieren? Zusammenfassung ansehen, Ereignis in der Hauptgeschichte, Mission bestätigen, Mission überprüfen, okay. Überprüfen wir mal die Steckbriefliste, da ist sie ja. Naruto haben wir schon geschafft, es gibt noch Sakura, Neji, da steht sogar, wo die sich momentan befinden, Sakura am Trainingsplatz, Neji, Wald der leisen Bewegung, Konoha-Wald, Tenten, Kakashi, Gai, Kasekage, Gaara, Kankuro, Temari, da steht auch die Schwierigkeit des Kampfes. Naruto war noch im C-Kampf, Sakura auch, Neji ist B, C, D, B, B und da Gaara ist dann schon Kampf A. Hier Kankuro, Temari und das war's an allen, die wir bislang haben. Ich denke mal, dass Gaara, Kankuro und Temari die 3 waren, die jetzt neu dazugekommen sind. Ja, ich glaube, ich hatte das immer alle besiegt. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich möchte euch ja nicht spoilern für diejenigen, die es selber machen. So ein bisschen habe ich noch eine Ahnung. Insgesamt sind halt hier 37 Puppen und je weiter wir in der Story kommen, je mehr Gegner wir besiegen, umso mehr Puppen tauchen halt auf, die wir dann besiegen können. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil es sind ja eigentlich nur pro Puppe ein Kampf. Falls wir mal einen über den Weg laufen, werden wir das vielleicht machen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es das dann mit den... Hier sind nochmal die ganzen Missionen, die wir in der Story schon gemacht haben. Und dann sind wir bei kleiner Pause, wo wir zur Kage Villa gehen sollen. Was stand hier? Mission bestätigen. Ratschläge 1. Lizenzauftrag. Gesamter Missionserfolgsrate 50%.
Heißt das, es gibt nur noch zwei Missionen? Ich weiß es nicht mehr. Hört sich gar nicht so an. Na, gucken wir uns die Weltkarte einfach nochmal an. Da haben wir noch ein bisschen Zeit hier, ne? Hier ist Konoha. Da war der Trainingsübungsplatz, wo wir schon waren. Wir haben bislang nur die Orte eingezeichnet, in denen wir uns halt schon befunden haben. Die Konoha-Wald, die Windwüste, Wald der leidenden Bewegung, Akatsuki-Versteck im Flussreich und Sunagakure. Das waren die Orte, in denen wir bislang schon waren. Das Aufrufzeichen zeigt nach Konoha, das heißt, wir wissen, aha, wir müssen nach Konoha. Okay, das sollte dann aber genügen. Ich gehe jetzt zum nächsten Speicherpunkt. Ach, klar, aber noch mal kurz mit der, wenn wir schon mal hier sind. Oh, sind sie bloß hin? Ja, stimmt das nicht? Ja. Meine Tochter für einen Moment aus den Augen gelassen. Wir müssen die Tochter finden. Die Mutter ist verzweifelt nach ihrem vermissten Kind. Hilf bei der Suche und bring das Kind zu ihrer Mutter zurück. Nehmen wir einfach mal an. Warum nicht? Das Mädchen mit braunen Haaren, sie ist heute zu Zöpfen zusammengebunden und glaube, sie trägt orangene Kleidung. Okay. Braunes Haar zu Zöpfen zusammengekleidet mit orangenem Hemd. Sollte auffindbar sein. Wenn ich mir eh nicht bis zum nächsten Mal merken, könnte ich gehe einfach nochmal ein ganz kleines Stückchen, vielleicht sehe ich sie ja irgendwo. Oh, natürlich kommt etwas. Hey, Naruto! Huh? Iruka-sensei? I heard you'd be back from your mission soon. So, how did it go? Well... And we managed to return Gaara to normal somehow, too. I was pretty happy, you know. Huh? What's wrong? I was thinking. I bet ties between the leaf and the sand will grow even stronger now. Yeah, I bet you're right. I tell you, the boy just keeps on growing. Okay then, Iruka-sensei. I'm off. All right then. Keep doing your best, Naruto. I will. Okay, die Szene war jetzt etwas unnütz. Ich weiß nicht, was die uns jetzt gebracht hat, dass wir ihm einfach nochmal alles erzählt haben, was passiert ist. Hier ist orangene Kleidung, aber keine Zöpfe, keine braunen. Hier ist auch orangene Kleidung, aber sieht auch nicht nach orangen oder braunen Zöpfen aus. Ist ja eher so schwarz bis blaue Kleidung. Hier sieht man auch nichts. Na, hier oben wird es schon nicht sein. Er befindet sich auch am Eingang der Stadt oder so, keine Ahnung. Ich gucke jetzt hier mich ein ganz klein bisschen um und wenn ich sie nirgendwo finde, dann lasse ich es halt, ne? Ich werde ja eben schon abgespeichert. Ich denke nur, dass ich bis zum nächsten Mal nicht merken kann, wie die aussieht. Und wenn ich dann beim nächsten Mal wieder starte und denke, Mädchen finden, ja toll, wie sieht die denn aus? Das kann ich mir garantiert nicht merken. Deswegen, ich gucke nochmal da hinten. Da wird auch nichts sein, oder? Nö, da steht nur nochmal Lirum. Die ganzen Charaktere, die wir jetzt halt schon gefunden und entdeckt haben oder mit denen wir uns jetzt schon bekannt gemacht haben, stehen jetzt halt hier auch überall rum. Dann kann man auch plaudern. Vielleicht kriegt man da sogar schon die Freundschaftsmissionen. Aber ich glaube, dafür muss dann so ein Herz über den Kopf angezeigt sein. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Hier sieht man nichts. Danke für all deine Zeit. Okay, wir haben jetzt eine bestimmte Zeit gespielt. Jetzt kriegen wir hier halt so einen Glückwunsch da oben dafür. Ah, nehmen wir die Mission noch an. Was willst du? Ich glaube, das nicht. Komm mal raus. Was sollst du machen? Die Aufgabe vom Schrank pervers. Um was geht es denn? Eine Schnellrennpille herzustellen. Kunawaru weiß nicht weiter, rede mit ihm und hilf ihm, die Schnellrennpille herzustellen. So, jetzt haben wir die Materialliste für die Schnellrennpille. Wenn es die Sache im Dorf und im Wald in der Nähe des Dorfes, das vermute ich zumindest. Okay, sieht verdächtig aus, meinte Naruto.
Und wir haben das Material schon zusammen, weil ich ja schon so viele Sachen vorher gesammelt hatte. Deswegen können wir das gleich abgeben. Wir sollen noch einen Moment bleiben. Aha, was passiert jetzt? Ach, jetzt wird uns erklärt, wie der Itemladen funktioniert mit der Item-Materialliste und so eine ganze Kacke. Das habe ich doch schon gezeigt. Konohamaru, na gut, das ist jetzt immer noch so eine Tutorial-Mission gewesen hier. Anscheinend. Du hattest das alles von Anfang an geplant, oder? Wir haben die Schnellrennpille bekommen. Das ist natürlich wunderbar, dass wir eine Schnellrennpille haben. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Dann wollte ich zu gern wissen, wie schnell du es schaffen konntest, nochmal zu sehen. Okay, er hat uns auf eine Probe gestellt. Bla bla, das ist eine Drecksnebenmission, interessiert keinen, was hier passiert. So, geschafft. Auftrag erfüllt. Hey, super toll. Freut mich. Bisschen Geld dafür bekommen, aber halt nicht so super spannend hier in der Mission, ne? Die Puppen sind schon interessanter, wenn man da jeden einmal besiegen muss. Und später die S-Rang-Kämpfe sind dann auch, soweit ich mich erinnern kann, doch recht happig. Geh ich mal mit dir? Nein, du bist es definitiv nicht. Ich finde kein kleines Mädchen mit braunen Zöpfen und orangenem Kleid. Da ist Sensei Guy. Guck ich noch mal am Eingang des Dorfes. Ist hier irgendwas, was auf die Beschreibung zupasst? Ne, da ist nur Sakura. Da steht auch nur ein komisches Etwas. Ist auch nicht zu sehen. Da ist noch ein Speicherkasten, den werde ich wahrscheinlich da gleich nehmen. Ist das Mädchen irgendwo zu sehen? Da war ein Schild. Steht aber wahrscheinlich nur drauf, wo man lang gehen kann, ne? Dann gehen wir nochmal kurz Richtung Trainingsplatz, ob sie da irgendwo steht. Ist hier was zu sehen? Nein, hier auch nicht. Ist hier was nicht? Ach so, das sind die Puppen von Kakashi und Sakura. Soll ich die... Ach komm, wenn wir schon mal da sind, dann mache ich die gleich. Einfach nur so, hier. Das sind die verfluchten Kopien, die. Sind die Kopien, die sie sich die verfluchten Puppen getarnt haben, bla bla. Kopie neutralisieren. Wir werden diese Kopie fertig machen. Wir haben nur Naruto, deswegen können wir auch nur Naruto benutzen und haben keinen Erwachen für den Fall geschaltet. Deshalb können wir auch keinen Erwachen benutzen. Ja, wir sind bereit. Naruto gegen Sakura und Kakashi. Oder andersrum gegen Kakashi und Sakura. Ich denke, ich werde die Puppen doch mitmachen. Es sind insgesamt 37 Kämpfe, das werde ich hinkriegen. Und es steht ja im Heft auch, wo sie sich befinden. Also, das machen wir schon mit. Jedes Mal, wenn so ein Ding da auf dem Weg steht, dann machen wir den halt fertig. Dann müssen wir uns halt ein paar mehr Pillen kaufen, damit wir unser Leben wieder regenerieren können nach den Kämpfen. Aber das klappt schon irgendwie. Ah, okay. Kakashi ist schon eine Nummer härter. Wie man hier merkt, wir machen uns ganz schön fertig. Aber wir können auch Jutsus anwenden, mein Lieber. Ich glaube, wenn wir auch einen Hilfscharakter hätten, wäre es ein bisschen einfacher, da wir jetzt alleine hierher gereist sind. Müssen wir quasi auch einen Kampf hier mit 1 gegen 2 machen. Ist jetzt nicht so toll, aber geht halt gerade nicht anders. Vielleicht treffen wir ja damit. Jawoll! Sehr gut. Auf Wiedersehen, Kakashi. Und eins davon hält er noch aus. Getroffen, aber wir können auch einmal Rasengan aufladen. Oh. Und die Attacke habe ich zum Glück abgewehrt. Und nochmal Jutsu des Tausches. Aber dann hat es noch Sakura abgebrochen. Steh auf und mach ihn fertig. Stirb, Kakashi, stirb. Huh. Geschafft. Natürlich. Regenerationsgeschwindigkeit des feindlichen Hilfsanzeige wächst +5 und Feind plus laufend Hilfe, das haben wir ja gesehen.
trotzdem geschafft. Zwar nur mit 66% des Lebens, deswegen auch nur ein A-Rang, aber komm. 3800 Sturmpunkte, da beschwert sich doch keiner drüber. Und aus dem Hauptzweig, wir haben ja vorher aus dem Nebenzweig, jetzt haben wir aus dem Hauptzweig freigeschaltet, weil wir 615.000 Sturmpunkte erreicht haben. Schnelle Bewegung meistern. Der Chakra-Sprint ermöglicht eine überaus schnelle Annäherung an den Gegner. Das kostet zwei Chakras, aber in manchen Situationen praktisch. Auch der Chakra-Rücksprint, bla bla bla. Stärkere Jutsus, Jutsu in der Luft. Einige Ninjutsu in der Luftabwehr aktivieren. Wir können außerdem deren Leistung steigern. In beiden Fällen wieder zu Kreispunkt die jeweilige bla 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 Taste. Okay. Zwei Puppen haben wir wieder. Nehmen wir mal mit. Diese beiden verfluchten Puppen haben wir also erfolgreich abgeschlossen. Gucke ich nur mal, ob das für beide gezählt hat oder nur für Kakashi. Ich denke mal, es wird für Sakura und Kakashi gezählt haben. Ereignis bestätigen. Die Steckbriefliste. Sakura ist abgehakt und Kakashi ist abgehakt. Sehr gut. Ich glaube auch Neji, Lee und Tenten sind in einer. Oder? Nee, Neji und Tenten auf jeden Fall. Weiter leisen Bewegung. Konoha-Wald, weiter leisen Bewegung. Auch Konoha-Wald. Okay, Lee und Gai sind zusammen und Tenten und Yuga sind zusammen. Gaara ist in der Windwüste, genauso wie Kankuro. Und Telmarien sind die drei zusammen. Okay, also haben wir jetzt momentan nur noch drei Kämpfe für die letzten Puppen, die wir noch haben können. Die nehmen wir uns dann aber beim nächsten Mal vor, wenn ich dran denke. Da werden wir eh die nächste Mission aktivieren und eh wieder ein bisschen rumreisen. Vielleicht trifft man da dann ja den einen oder anderen. Wäre ja ganz praktisch. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zurück nach Konoha. Haben kein Mädchen gefunden, was auf die Beschreibung passt. Muss man ja auch nicht immer, ne? So, da lang, da lang. Und flieg weg, Vogel. Ich will die Sojabohnen. Danke. Um Speier. Was lädt er jetzt schon wieder so lange? Verdammt. Gut, rein hier. Naruto, wir haben keine Zeit. Muss man abspeichern. Den Leuten wird schon langweilig, weil ich jetzt zum dritten Mal hin und her renne. Keine Ahnung, wo das Mädchen sein soll. Mutter, dein Kind ist weg. Du hast es verloren und wirst es nie wiederfinden. Wie sah sie aus? Sag nochmal kurz, bitte. Nochmal beschreiben. Ein kleines Mädchen mit braunem Haar, das zu Zöpfen zusammengebunden ist. Und sie trägt auffällige orange Kleidung. Danke, dass du mir hilfst, sie zu finden. Hier ist kein Mädchen mit orangener Kleidung und vor allem schon keins mit braunen, gezöpften Haaren. Du bist kein Mädchen hier, vielleicht in der Spielkartenstraße, da habe ich noch nicht geguckt. Ah, da ist sie ja. Ja, wir haben deine Mama gefunden, wir bringen dich zurück. Mission erfüllt. Aber das immer noch geschafft. So, ja, danke den netten jungen Mann. Hey, wir haben den Fall gelöst. Haben die Mission erfüllt oder den Auftrag erfüllt. Bringen dafür nochmal zweimal U-Bahn und 1000 Geld. Jetzt speichert er zwar, aber ich weiß nicht, ob er jetzt richtig speichert oder nur so ein bisschen zwischenspeicherungsmäßig. Deswegen gehe ich vorsichtshalber nochmal zu dem Haus da. Zu dem Vogelhaus. Speichere hier jetzt endgültig ab. Und sage dann hier auch nochmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Und auf Wiedersehen.